I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Tja, ist die Frage, ist es ihr Traum? Seine oder ihre Erinnerung? Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? What's wrong? Don't you see anything? Was für ein weirdes Stück. In dieser weirden Atmosphäre. Übrigens hat man gerade auch wieder einen Rabe im Publikum sitzen sehen. Immer wieder dieser Rabe. Ich hoffe, endlich wird meine Frage geklärt, was es damit auf sich hat. Na gut. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Das ist der Rabe, das sieht man schön sitzen. Ich will das in der Bühne oder Drama? Sagte die Welle seine Bühne, ich weiß es nicht. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Okay. Wow, Victoria. Sehr passend. Das Blut war jetzt dann doch noch übertrieben am Ende. Okay, I saw Sarah leaving Frank's RV.
He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. I'll meet you in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. Hätte schlimmer sein können. What am I getting myself into? Na klar. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Darf ich? Ja. Okay. Na, ich dachte schon, wenn er davon erfährt, dass es sich um Rachel handelt, dass er garantiert helfen wird, weil, wenn ich mich richtig erinnere, hatten ja Frank und Rachel was, beziehungsweise werden haben. Glaube ich. So, ich glaube, das ist die korrekte Formulierung von der Zeitform. So, jetzt mal kurz. Haben wir hier eine Nachricht von Rachel? Fängt's denn an? Das Papier blinkt noch alles. Sache fünfte hier. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal. Vermisst du mich schon? Na klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, ich bin noch zu Hause. Duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz? Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. So, hier müsste eine neue Seite sein. Okay. 9.5. der nächste Tag. Max. Und wenn du mal darüber nach... Nochmal. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es unglaublich, dass irgendwer irgendwem mit irgendwas vertraut. Zum Beispiel die Sterne. Wir lernen so viel über sie in der Schule. Doch niemand erzählt uns den wichtigsten Fakt über sie. Einige davon sind tot. Und doch vertraut Rachel mir mit der wichtigsten Sache ihrer Welt, ihre richtige Mutter zu finden. Sie bat mich nicht sofort darum, anfangs wollte sie nicht mal reden. Es war wie auf dem Schrottplatz vor ein paar Tagen. Aber diesmal drehte ich nicht durch, ich ließ ihr Freiraum. Hier ist etwas, das du nie gelernt hast, Max. Wenn jemand, an dem dir etwas liegt, leidet, tust du alles in deiner Macht Stehende, um für sie da zu sein, auch wenn das heißt, die Sterne in ihrem Zimmer strahlen zu lassen. Damit schaffte ich es, dass Rachel sich öffnete und mich bat, ihre Mutter zu finden. Ich sagte ihr, dass ich es schaffe, was ich Frank erreiche und den Truck zum Laufen bringe, haben wir eine Chance. Chloe, Beschwörerin der Sterne. So. Umziehen? Ne, zuerst duschen wäre wahrscheinlich sinnvoller, dann umziehen. Warum ist der Wecker? It's way too early to be up on a Sunday. Tja, kommt drauf an, was noch vorhat, ne? Achso, jetzt kann... Okay, ne, ich mach wieder aus, das... Hallo? Stört mich gerade nur. So, Kassenfoto. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Blackwell Academy. Achso, ja.
Das kann man doch schon. Graffiti, ich wollte gerade sagen, das müsste doch Graffiti jetzt hier What do sein. I want the record to show? Ausbrennen, brennen, brennend? Aha. I'd say on fire. I went down in a place of glory. So, jetzt passt. Okay, das ist dann auch schon das hier. So, so schmierige Schleim. Okay. Ist wahrscheinlich unten. Gibt's hier was Neues? Wonder what I can find out about Rachel's mom. Figures. Sarah Gearhart, ein Ergebnis 0,27 Sekunden. Winchester High School verleiht Sarah Gearhart den Fischerpreis. 19. März 1989. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fischerpreis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fisher benannt wurde. An den Schüler, der sich. Das war's schon. Nochmal suchen. Ist ja nicht viel. Nächstes. Was? An Chloe Price. Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Wett? Nice to see my work is appreciated. Ah. Nur falls ihr noch mehr Beweise braucht, dass Blackwell ohne Chloe Pierce besser dran ist. Deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo. Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. Stimmt. Das sah aber auch recht gut aus. Auch wenn es nicht eine große Spielerei ist, aber. Ne? Layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Rezension Blackwell erobert Shakespeare im Sturm. Wow, das Wort Witz. Von Daniel Bauch. Oder so. Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Academy zu neuem Leben. Die einzigartige und mutige Regie von Travis Keaton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne so wie Prospera die unbekannten Mächte beherrscht. Nathan Prescott als Caliburn verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöse und zitternde Interpretation des versklavten Monsters durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen eine tiefe Nuance, die von den Teenagern und den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Ja, gut. Er hat sich schon ein bisschen eingekackt, der Nathan. Thou art an idiot. Doch der wahre Star des Abends in der Rolle der Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Miss Amber Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Miss Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit in einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen als Miss Prices authentische Verwunderung. Gleich lag es einfach nur daran, dass sie echt war. 5 Sterne. Wow. Skip's in a band? Kündige deinen Job nicht. Ein Interview mit Skip Matthews, dem Sänger von Pisshead. Toller Name. Arcadia Bay Online News. Was steht nach der plötzlichen Beliebtheit eurer Songs Nothing Wrong als nächstes für Pisshead an? Im Moment lassen wir es noch ruhig angehen. Sollten wir also nicht den Atem anhalten, bis ein Pisshead-Album am Horizont erscheint? Eines Tages. Aber im Moment arbeite ich noch in meinem üblichen Job. Manchmal muss man tun, was man tun muss, um den Traum am Leben zu halten. Auch wenn es so aussieht, als halte es einen zurück. Wer war das nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, ein Foto. Da ist uns kaputt gegangen. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Ich schaut so süß aus. Halt komplett anders wieder. Ja, ja, so ein einschneidendes Erlebnis kann einen arg verändern. Beweisstück A. Oh Gott, hier ist ja noch mehr. Papas Jacke? Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Jo. Die Pflanze schaut gar nicht gut aus. Have I ever watered that? Kann man die noch gießen? Bringt das überhaupt was? Reanimation? Better than nothing.
Wenn ich gerade an das alte Life is Strange. Wenn die Pflanze ergießen. So. Sorry, Board. I've got a real ride to fix up now. So, wegen Interferenzen. Mein Handy hat rumgeschwind. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht zu arg gehört. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Schwierig. Vielleicht die Schuhe. Oder der Ventilator, wenn noch geht. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Aber du bist zurück. Okay, dann haben wir alles durchsucht. Dann können wir eigentlich den Raum verlassen. Is Mom playing music? Vielleicht ist auch David. Victoria! 9.5. Jetzt hör mal auf. Lass mich das doch einfach mal lösen. Ist doch schrecklich. Hallo. Also hatte. Wurde das, wo fängt das hier an? Ja, seid ihr jetzt mal fertig? Jetzt seid ihr fertig. Okay. Was hatte ich von Anfang an recht? Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Yep. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel, Rachel. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Denn jetzt bist du allein und bereust es, dass du so ein Miststück zu mir warst. Wirk, das ist nicht wahr. Wie kannst du es wagen? Das fällt mir im Englischen wahrscheinlich besser. How dare you? Hm? Achso, das haben wir ja schon gesehen. Die Schiffung schneller zu bewegen. Ja, gut. Es geht auch so. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Und damit dann weg. Das finde ich in Amerika sowieso so faszinierend, diese Straßen, die einfach bloß ewig geradeaus gehen. Das findet man in Deutschland so gut wie gar nicht. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Ganz ruhig. Fangen wir mal hier an. Plastikbett. I don't even know what's in there. David hat sich schon ausgebreitet. David Stuff. Score. Ah. Perfekt. I can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate. We never got around to it. Haarglanzlichter, bombig blau, auswaschbare Haarfarbe. Ach, schade. Hätte das nicht wie David unterwischen können. Mit der schönen Blaues. Ready for the best shower of my life. Okay, das habe ich jetzt doch zu schnell gefunden. Don't let me down. Ein elektrischer Rasierer. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Ist hier noch drin? Gross. Manly Grip was? Muskelmann Pomade. Styling Pomade mit extra starkem Halt. Also Gel. Auf runtergebrochen. Gut. Achso, stimmt. Doch, so kann ich jetzt nicht mehr, weil ich habe das Towel schon gefunden. Dann duschen wir mal. Also sie duscht, nicht wir. Don't go.
Die Kiste stand da vorher nicht. Oder? What do I feel like wearing on this crazy ass day? Bundesausfits, Tonkopf, yay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe ganz vergessen, dass Chloe ja im anderen Teil blaue Haare hat. Das hat mich jetzt erst daran erinnert. So, schauen wir uns das mal an. Vogelschädel, Chloe Klassinger. Klassiker. Habe ich mir die nicht alle schon angeguckt? Sind es immer noch dieselben oder sind es andere jetzt? Ja, langweilig, wenn es immer dasselbe wäre. Vogel. Wo der Vogel schon cool ist. Moment, den habe ich doch sonst auch immer angehabt, oder? Das kommt mir bekannt vor. Umziehen. Sind das dieselben? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist aber neu, oder? Der Drache. Oder? Sehen wir mal an. Ja, das ist neu. Das ist. Ach komm, das behalten wir mal. Komm, das nehmen wir direkt. Ah nein, 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 nein. Ich will alles sehen. Nein, da bin ich zu sehr. Lass mich alles angucken. Womit der gefällt, der Drache? Der Totenkopf. Das ist auch okay. Was hat man noch? Ich blick immer. Nee, das ist so doof. Oder sie denkt sich, kann sich nicht mal entscheiden. Drache. Achso, jetzt da. Das ist der Drache, das ist der Totenkopf. Und das sind wieder Bonus-Outfit. Nein, die kenne ich alle. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Zurück. Nee, ich glaube, ich ziehe den Drachen an. Der hat mir Glück. Das andere sind die Bonus-Outfits, die wir von vorher schon kennen. Jetzt dann. Ich ziehe mir mal was anderes an. Was Frisches. So. Ben, genau. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Okay. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Das ist korrekt. Achso, ich könnte mich jetzt noch wohl umentscheiden, wenn es mir jetzt doch nicht gefällt. Okay, aber. Da habe ich alles gemacht. Kann ich die Jacke mitnehmen? Kann ich. Warte. Ne, nur ansehen, schade. Dann kann man ja verlassen. So. So, dann nach unten gehen. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Sehr schlecht.